Klagemauer TV heißt sie auch heute wieder. Herzlich willkommen. Und wir werfen erneut einen Blick auf die Ukraine. Im Speziellen auf die Strategie deren völligen Zerstörung. Victoria Nuland, die für Europa zuständige Abteilungsleiterin im US-Außenministerium, hat neulich verlauten lassen, die Krim und die Ostukraine würden unter Terrorherrschaft stehen. An dieser Tatsache gibt es nichts zu widersprechen. Nach Aussagen des russischen Politologen und Duma-Abgeordneten Andrei Kovalenko vom 25. Dezember 2014 liegt die Infrastruktur der Ostukraine in Schutt und Asche. Lugansk und Donetsk seien abgeschrieben. Die Bewohner dort werden nicht mehr als ukrainische Bürger betrachtet. Die Zahlung von Renten und Sozialhilfen wurde eingestellt. Viele der ansässigen Kohlegruben würden mit Wasser geflutet und wenn das Wasser dort lange genug steht, kann eine Grube später nicht mehr in Betrieb genommen werden. Die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur wird völlig zerstört. Selbst wenn Russland die Gebiete übernehmen wollte, würde es dort finanziell ausbluten, so Kovalenko. Die Frage ist nicht ob, sondern durch welche Herrschaft die Ostukraine und die Krim terrorisiert werden. Victoria Nuland, die für ihre markigen Sprüche wie «Fuck the EU» bekannt ist und somit fernab von jeglicher Diplomatie unmissverständlich sagt, was die vorherrschenden Kreise in den USA wirklich denken, schiebt die Schuld Russland zu. Denn Russland und seine separatistischen Marionetten hätten unsägliche Gewalt und Plünderungen ausgelöst. Andrei Kovalenko hingegen macht die ukrainische Regierung für die Zerstörung der Ostgebiete und die Angriffe auf die eigene Bevölkerung verantwortlich. In den westlichen Medien hört man diese Stimme jedoch kaum und seitens der Politik herrscht Stillschweigen gegenüber dieser menschenverachtenden Strategie des Regimes in Kiew. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir stellen fest, dass wir uns nicht einfach bequem auf die Mainstream-Medien verlassen dürfen. Die aktuellen Ereignisse zeigen einmal mehr, wie schonungslos auch hier die Wahrheit um 180 Grad verdreht dargestellt wird. Bitte beobachten und prüfen Sie deshalb selbst die Geschehnisse und setzen Sie mit uns die Puzzleteile zusammen, denn so bekommen wir ein immer klareres Gesamtbild. Danke und auf Wiedersehen. Die hinterlistigste Lüge ist die Auslassung. Mit diesem Zitat von Simone de Beauvoir begrüße ich Sie herzlichst im Studio Meißen. Simone de Beauvoir hat recht, wenn sie von der Lüge des Auslassens spricht. Eine der hinterlistigen Lügen der Massenmedien derzeit ist die Auslassung von aktuellem Kriegsgeschehen in der Ostukraine. Um dieses ist es nämlich in den westlichen Medien merkwürdig still geworden. Im Gegensatz zu den Massenmedien berichtet der freie Journalist und Kriegsfotograf Mark Bartalmay von anhaltendem Artilleriebeschuss auf die Zivilbevölkerung. 5000 tote Zivilisten in Donbass finden in unseren Medien keine Erwähnung. Genauso wenig wie die über 30.000 Tote der offiziellen ukrainischen Armee, die dieser Krieg bisher gekostet hat. Vielfach weigerten sich diese Soldaten der ukrainischen Armee im Vorhinein, gegen ihre eigene Bevölkerung vorzugehen. Die Medien verschweigen auch Berichte von öffentlichen Hinrichtungen von Familienangehörigen der sogenannten Separatisten. Und sie verschweigen, dass Frauen der Kreuzigung ihrer Kinder zusehen mussten und danach zu Tode geschleift wurden. Von dieser Menschenverachtung und der puren Lust am Töten zeugen auch die vielen Massengräber sowie die vermiemten Gärten und Wohnhäuser. Dieser Völkermord kann nur deshalb Tag für Tag fortschreiten, weil er bewusst der westlichen Bevölkerung vorenthalten wird. Durch das anhaltende Schweigen unserer Massenmedien machen sich diese an den Verbrechen mitschuldig. Wir wollen nicht schweigen, sondern auch diesen schlimmen Tatsachen ins Auge sehen. Dabei stellt man sich natürlich die Fragen, wie kam es nur zu diesem Krieg und den Unmengen vom Leid? Wessen Interessen dient solch ein Krieg? Um diese Fragen zu klären, lade ich Sie ein, weiter zu recherchieren. Auf klar.tv finden Sie viele weitere Sendungen zu diesem Thema. Denn nur informierte Bürger können solche Lügen der Massenmedien entgegenwirken. Bleiben Sie mit uns gemeinsam dran.
Guten Abend, ich begrüße Sie herzlich hier auf Klagemauer TV, heute aus dem Studio Rottweil. Ukrainische Politiker und ihre westlichen Hintermänner versuchen nach wie vor zu beweisen, dass Russland den Separatisten in der Ostukraine schwere Waffen liefern soll. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich jedoch die angeblichen Beweise laufend als Fälschungen. Trotzdem werden sie von den westlichen Massenmedien nach wie vor bereitwillig aufgenommen und ausgeschlachtet. Hier ein kurzer Überblick über die jüngsten sogenannten Beweise dafür, dass Russland die Aufständischen in der Ostukraine mit schweren Waffen versorgen soll. Eine Zusammenfassung von RT Deutsch, machen Sie sich selbst ein Bild. Der Washington Free Beacon hat Fotos veröffentlicht, die beweisen sollen, dass Russland die Ukraine bewaffnet. Dies ist eines der Bilder und zeigt einen Konvoi russischer Panzer. Kurz darauf kam heraus, und die Leute begannen in Richtung des Autors des Artikels zu twittern, dass diese Aufnahmen vor 6 Jahren in Südossetien gemacht wurden. Tatsache ist, dass der Washington Free Beacon diese Bilder von Senator Jim Inhofe erhielt, einem Mitglied des Streitkräfteausschusses. Er wiederum erhielt sie von ukrainischen Abgeordneten. Jim Inhofe präsentiert die Bilder im Senat als Beweis für eine russische Beteiligung in der Ukraine. Putin sagt weiterhin, wir haben keine Russen bei den Separatisten. Das sind nicht wir, wir tun das nicht. Hier sind sie. Das sind Bilder, die wir mit zurückbrachten. Das sind die Panzer, alle in einer Reihe und alles auf dem Gebiet der Ukraine. Das ist ganz eindeutig. Als der Senator seinen Fehler bemerkte, gab er einen Kommentar heraus. Die Mitglieder des ukrainischen Parlaments, die uns diese Fotos gaben, so als wären sie gerade erst gemacht worden, haben sich einen Bärendienst erwiesen. Ich war wütend, als ich herausfand, dass eines der gelieferten Bilder ein verfälschtes AP-Foto von 2008 ist. Dennoch denkt der Senator aus Oklahoma noch immer, Russland sei in der Ukraine mit Waffen vertreten. Das deutsche ZDF sendete einen Nachrichtenblock, der dieses Bild enthielt. Beschreibung: Russische Panzerfahrzeuge fuhren durch Isvarine, Region Lugansk, 12. Februar 2015. Der Kanal zitierte einen Sprecher des ukrainischen Militärs. Die Medienkontrollgruppe, bekannt als Ständige Publikumskonferenz, fand heraus, dass dieses Bild 2009 in einem koreanischen Blogpost verwendet wurde. Die Ständige Publikumskonferenz hat gegen den Kanal eine Beschwerde wegen falscher Berichterstattung eingelegt. Auch wegen der Bilder, die US-Beamte als Beweise für Russlands militärische Beteiligung vorlegen, werden Fragen gestellt. Der US-Botschafter in der Ukraine twitterte dieses Bild und sagte, es zeige russische Artillerie nordöstlich von Debaltsevo. Um diese dunklen Flecken als russische Artillerie zu erkennen, muss man der US-Analyse der Bilder vertrauen. Das russische Verteidigungsministerium hat diese Analyse mit Kaffeesatzleserei verglichen. Britische NATO-Beamte posteten Bilder von Russlands fortschrittlicher Luftabwehr Panzer S1 oder SA-22. Sie sagen, sie haben die Bilder von öffentlichen Quellen, den Medien. Eines kommt von einer Agentur mit dem Namen Bellingcat. Das Datum auf dem Bild ist der 22. Januar 2015. Ort Schatarsk, Ukraine. Auf der Bellingcat-Webseite lautet der Ort auf demselben Foto Region Rostow, das liegt in Russland, und das Datum lautet 23. Januar. Es ist unklar, ob die britischen Beamten nun schlampig oder irreführend gearbeitet haben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem Studio Dresden. Die aktuelle Situation in der Ostukraine hat sich in den vergangenen Tagen massiv zugespitzt. Die westlichen Leitmedien lassen keine Gelegenheit aus, den sogenannten Separatisten und Russland die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. So berichtete SRF1 heute Morgen, die NATO sehe seit 48 Stunden ganze Konvois mit russischen Panzern, Artillerie, Fliegerabwehrwaffen und Kampftruppen in die Ostukraine eindringen. Das Verteidigungsministerium in Moskau wies diese Vorwürfe als falsch zurück. Ich zitiere: Wir achten schon gar nicht mehr auf die haltlosen Äußerungen des NATO Supreme Allied Commander Europe, General Breedlove, über von ihm beobachtete russische Militärkolonnen, die angeblich in der Ukraine intervenieren. Zitat Ende. Währenddessen zeichnet sich im Südosten der Ukraine ein ganz anderes Bild ab. Die Indizien, dass die ukrainische Armee einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung, sprich Genozid, führt, werden immer erdrückender. Heute richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Donetsk im Osten der Ukraine. Donetsk hat über 1 Million Einwohner und ist die 5. größte Stadt der Ukraine.
Sie ist Zentrum des Kohlenrevier Donbass und wichtiger Industriestandort des Landes. Donetsk steht trotz der vereinbarten Waffenruhe unter Dauerbeschuss der ukrainischen Regierungstruppen und Freiwilligenbataillone. Allein auf YouTube sind zahlreiche Videos mit gezielten Bombardierungen auf Zivilobjekte durch die ukrainische Armee zu sehen. Bilder von herumliegenden Leichen deuten auf einen bewussten Genozid an der Donetsker Bevölkerung hin. Stellvertretend nun einige Zeugenberichte. Am 14. September 2014 sind auf einem Markt in Donetsk zahlreiche Zivilisten unter Artilleriebeschuss geraten. Im Konflikt um den Flughafen von Donetsk setzten die ukrainischen Militärs wiederholt Brandmunition ein. Der stellvertretende Befehlshaber der Volkswehr teilte mit, ich zitiere, dabei wurden 4 Wohnhäuser zerstört und mehrere beschädigt. Ein Einwohner kam ums Leben, 3 weitere wurden verletzt. Am 9.11.2014 waren 2 Schüler ums Leben gekommen und 3 weitere verletzt worden. Der Stadtrat teilte auf seiner Internetseite mit, dass eine Granate im Schulhof eingeschlagen sei, als Schüler Fußball gespielt hätten. Ich ging und dann fiel ich und verlor das Bewusstsein. Und dann habe ich mir gesagt, dass es zu früh für mich ist zu sterben. Ich möchte noch weiterleben. In diesen Tagen erreichte uns eine Reportage aus Donetsk, geschrieben von einem Freiwilligen der Volkswehr. Er berichtet über einen Tag der belagerten Stadt, was dort geschieht. Um 12.45 Uhr schlägt in unmittelbarer Nähe der Kaserne eine ballistische Rakete ein. Eine ballistische Rakete sei entwickelt worden, um ein befestigtes Schlachtfeld zu zerstören. Die Erfinder dieser Rakete gingen nie davon aus, dass diese gegen Millionenstädte eingesetzt werden könnte. So wurde sie bisher nie eingesetzt. Der Berichterstatter fährt fort, wie die Stadt unter Artilleriebeschuss genommen wird, mit Grad, einem Mehrfach-Raketenwerfersystem, Mörsern und Haubitzen. Er bittet den Kommandeur der Einheit um ein Auto mit Fahrer. Er möchte Bilder davon machen, was in der Stadt geschieht. Sie fahren ins Kampfgebiet, dem Donetsker Stadtbezirk Oktjabrsk, wo sich der Flughafen befindet. Es sei die meistgequälte Region der Stadt. Man könne leicht unter Feuer jeglicher Stärke geraten. Die Straßen der Stadt sind leer. Die Häuser ringsum sind durch Raketensalven zerschlagen. Asphaltstraßen sind durch Minenkrater verstümmelt. Dann abgebrannte Schulen und Kindergärten. Diese würden zuerst anvisiert. Ich zitiere. Das ist ihr Hauptziel, russische Kinder. Die nächste Generation vernichten. Das erste Ziel in jedem Genozid. Zitat Ende. Sie fahren weiter in die Stadtmitte. Heute wurde die Donbass-Arena, eines der größten Fußballstadien Europas, von einer Rakete getroffen. Sie treffen auf einen gebürtigen Donetsker. Er wisse alles, was in jedem Haus passiert sei. Ich zitiere. Hier hat eine Granate ein Auto getroffen. Eine Familie ist darin verbrannt. Hier traf eine Rakete ein 5-stöckiges Haus und verbrannte alles darin. Und hier sind zum ersten Mal Bomben auf die Stadt gefallen. Zitat Ende. Die Stadt sei 18 Stunden hintereinander beschossen worden, die Zahl der Opfer kennen sie immer noch nicht. Aber die Stadt wirke, als hätte sie nichts bemerkt. Ich zitiere, bereits am nächsten Morgen fuhren wieder Autos auf den Straßen, auf dem Bürgersteig gab es wieder Fußgänger. Donetsk hat nicht vor zu sterben, gleich wie wütend man es vernichten will. Soweit ein Tag Berichterstattung aus Donetsk. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, von diesem brutalen Vorgehen von Seiten der ukrainischen Regierungstruppen hört man bei uns nichts. Zwar sei auch die ukrainische Seite nicht schuldlos, hieß es heute banal in den 8 Uhr Nachrichten von SRF1. Man bleibt aber bei der Behauptung, dass die Separatisten und ihre Unterstützer hauptverantwortlich für die aktuelle Situation sein. Dies ist ein Hohn gegenüber all der zivilen Opfer der vergangenen Wochen. Solange solche Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung im Osten des Landes verschwiegen und somit toleriert und unterstützt werden, kann man nicht anders als auch die heutigen Vorwürfe wegen einer angeblichen Militärinvasion Russlands hinterfragen. Bleiben Sie offen, immer auch die andere Seite zu hören. Guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Medienkommentar hier auf Klagemauer TV.
In der vergangenen Woche, vom 20. Januar bis zum 23. Januar 2015, fand im Schweizer Bergdorf Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Nebst vielen Vertretern der Europäischen Union war auch Petro Poroschenko, der Präsident der ukrainischen Putschregierung, mit mehreren Politikern aus der Ukraine angereist. Darunter auch Vitali Klitschko, einer der Revolutionsführer auf dem Maidan und amtierender Bürgermeister von Kiew. Klitschko, bekannt als ehemaliger Boxweltmeister, wird wegen seinem Bekanntheitsgrad als inoffizieller Außenminister der Ukraine bezeichnet. Gleich am ersten Eröffnungstag wurden die Teilnehmer, darunter auch die anwesenden Medienvertreter, auf ein Russland-Bashing eingestimmt. Mit Russland-Bashing ist das mediale Dreinschlagen auf Russland gemeint, das die westlichen Politiker im Verbund mit den westlichen Leitmedien seit geraumer Zeit gezielt betreiben. Auf dem Podium hält beispielsweise Petro Poroschenko, der Präsident der ukrainischen Putschregierung, gleich zu Beginn des Weltwirtschaftsforums ein gelbes Stück Blech mit Löchern in die Luft. Das seien Einschusslöcher des Reisebusses, der am 13. Januar 2015 bei der Stadt Walnavacha beschossen wurde. Bei diesem Anschlag starben 12 Personen. Ganz genau wie beim Absturz des malaysischen Verkehrsflugzeuges MH17 im Juli letzten Jahres wurden sofort und ohne detaillierte Untersuchung ostukrainische Separatisten für den Anschlag verantwortlich gemacht. Jegliche ganz anders lautende Gegenstimmen durch Augenzeugen und örtliche Untersuchungen wurden völlig ausgeblendet. Die Kiewer Putschregierung setzte mit ihrer stark emotionalen Stimmungsmache nun auch in Davos ganz offensichtlich alles daran, ihre fehlende rechtliche Legitimation zu überspielen und politische Unterstützung sowie starke finanzielle Zuwendung der internationalen Gemeinschaft zu erhalten. Die Ukraine geschlossen in die EU zu überführen, sei dabei das erklärte Ziel der Kiewer Putschisten. Interessant ist, wie und auf welche Weise westliche Leitmedien entgegen allen fundierten Gegenstimmen namhafter Journalisten und trotz massiver Bürgerproteste und Abokündigungen ihrer Kunden an ihrer einseitigen Berichterstattung festhalten. In unermüdlicher Barrialgewalt soll ganz augenscheinlich eine antirussische Haltung in der Bevölkerung verankert und die Akzeptanz eines Militärschlages gegen Russland geweckt werden. So führte beispielsweise die Zeitung Schweiz am Sonntag in der Ausgabe vom 25. Januar 2015 ein Exklusivinterview mit Klitschko. Gleich zu Beginn sagt Klitschko etwas, das wahrer nicht sein könnte, sofern man es recht anwendet. Wir zitieren Klitschko auszugsweise. Mir ist in den vergangenen Monaten klar geworden, welchen Einfluss Medien haben können. Medien sind viel gefährlicher als Waffen. Ich verstehe heute, wie die ganze Propagandamaschine funktioniert. Die Zeitungen, Teile der sozialen Netzwerke und ganze Bereiche des Internets werden kontrolliert und missbraucht. Das ist extrem gefährlich, deshalb ist es so wichtig, die Menschen darüber aufzuklären, was auf der Krim passiert und ihnen echte Informationen weiterzugeben, nicht die manipulierten. Man darf eines nicht vergessen. Ohne diese gewaltige Propagandamaschine wäre es nie zu einem solchen Konflikt gekommen. Er wurde künstlich herbeigeführt. Als daraufhin die Interviewer bemerkten, dass Klitschko wohl damit speziell die russischen Medien meinte, sagte Klitschko: Richtig. Klitschko unterließ nichts, Russland und dessen Präsident Putin in dasselbe schlechte Licht zu rücken, wie dies schon seit Bestehen des Ukraine-Konflikts ununterbrochen geschieht. Der Journalist Yannick Nock und Chefredakteur Patrick Müller sahen sich in keinster Weise dazu veranlasst, im Interview mit Klitschko auch nur einen einzigen kritisch hinterfragenden Impuls zu äußern. Im Gegenteil, sie unterstützten Klitschko bei seiner Mission, dass dem Leser vor allem eines hängen blieb. Russland ist schuld am Konflikt in der Ukraine und die derzeitige ukrainische Regierung handelt rechtens. Betrachten wir nun Klitschkos eigene Worte genauer, drängt sich doch unwiderruflich der Eindruck auf, sind die westlichen Medien, wenn es darum geht, so richtig Stimmung gegen Russland zu machen, dann nicht die Kriegshetzer Nummer 1? Apropos kontrollierte und missbrauchte Medien. Der ehemalige FAZ-Journalist Udo Ulf Kotte berichtet in seinem Bestseller Gekaufte Journalisten äußerst detailliert, wie es in dieser Hinsicht bei den westlichen Medien aussieht. Schauen Sie sich hierzu gern auch das Interview, welches Klagemauer TV mit Udo Ulf Kotte führte, unter dem eingeblendeten Link an.
Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dran, sich alle Seiten anzuhören, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. Guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.